Hallo und herzlich willkommen. Dies ist ein Re-Upload des Mystery Banden Talks Nr. 8, bei dem wir Tom von den Ghost Huntern NRW Up und RLP zu Gast hatten. Dieser Talk war ursprünglich auf dem Kanal vom Mythenmetzger. Dort ist er nicht mehr vorhanden und wir haben uns geeinigt, dass ich den dann hier bei mir hochlade, da es eine sehr interessante Talkrunde war und es wäre schade, wenn es die hier auf YouTube nicht mehr geben würde. Das hat jetzt nichts mit Mythenmetzger und seinen Problemen auf dem Kanal zu tun, von denen ich hoffe, dass er sie bald gelöst hat und der YouTube-Algorithmus dann auch mit seinem Kanal zufrieden ist, sondern das hatte einfach andere technische Gründe. Auf jeden Fall nicht beschweren für die, die es schon gesehen haben. Es ist ein Re-Upload. Für alle anderen, die ihn noch nicht gesehen haben, viel Spaß dabei. Also nicht wundern, jetzt kommt auch die Ansage vom Mythenmetzger und ich halte mich dann jetzt mal zurück. Viel Spaß. Willkommen zu einem neuen Beitrag. Heute gibt es die 8. Ausgabe des Mystery Banden Talks und dieses Mal haben wir einen Ghost Hunter dabei. In diesem Talk, da geht es jetzt erst einmal nur um einen Erfahrungs- und Meinungsaustausch über dieses Thema Geister und Erscheinungen generell. Es wird einen weiteren Talk mit Tom geben und da gehen wir dann wirklich etwas detaillierter und tiefer in dieses Thema hinein. Und jetzt, liebe Zuhörer, draußen von den Empfangsgeräten, schalte ich um zum Mystery Banden Talk. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mystery Banden Talks, die Ausgabe Nummer 8. Und wie immer sind dabei der Jul Mystery. Grüße euch, meine lieben Mystery-Freunde. Und Quipus Paranormal Scanner. Ja, hallo zusammen, ich grüße euch auch. Ja, und unser Special Gast heute, das ist der Tom von den Ghost Huntern NRWUP RLP. Was so viel heißt wie Ghost Hunter Nordrhein-Westfalen, Wuppertal und Rheinland-Pfalz. Grüß dich, Tom. Hallo, grüß euch. Danke für die Einladung. So, und wenn jemand von den Ghost Huntern dabei ist, dann denke ich mir, ist klar, dass es in diesem Talk eben um dieses Thema Geister und so weiter dann auch geht. Tom, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was ihr so macht und welche Aufgabe du da hast. Also mein Name ist Tom, ich bin Geisterjäger, wie der Name ja schon sagt, und ich bin Leader und Mitbegründer eines in Wuppertal ansässigen Teams, das sich 2012 gegründet hat, und wir untersuchen paranormale Phänomene. Das heißt nicht, dass wir Geister jagen, sondern wir gucken, was hinter diesen Phänomenen steckt. Okay, und wie geht er davor? Wie genau? Also es gibt ja da, ich sage es mal, die Möglichkeit, sich in den Kreis zu setzen. Und irgendwie die Hände aneinander zu legen. Ich formuliere es jetzt mal absichtlich so platt. Oder man sieht es ja mittlerweile auch im TV massenweise, dass da mit jeder Menge technischem Gerät losgezogen wird. Also ich sag's mal so, dass wir an sich so, ich sag jetzt mal, oldschool arbeiten. Wir arbeiten mit Fotoapparaten, die Spiegelreflexkameras, die verschiedene Lichtwellenbereiche umgebaut wurden extra für Fullspektrum, Infrarot und normales Licht. Wir arbeiten mit Diktiergeräten und mit diesen normalen Messgeräten, um elektromagnetische Felder zu finden an sich, aber diese Messgeräte halt nur dafür da sind, um zu schauen, ob nicht vielleicht Elektrosmog in Privatwohnungen vorhanden sind, die halt dann auch vielleicht für eine Wahrnehmungsstörung stellvertretend sein könnten, wenn jemand sagt, da hätte ein Geist in seiner Wohnung. Mhm. Wie sieht das aus, wenn ihr jetzt da vorgeht? Geht ihr vor, um nachzuweisen, dass ein Geist da wirklich ist, oder habt ihr eine andere Intention, zum Beispiel andere Dinge auszuschließen, bis der Geist dann übrig bleibt? Oder geht ihr da skeptisch ran oder eher mit der Ambition, Geister nachzuweisen? Ja, an sich gehen wir erstmal der sehr rational denkend dran. Wir versuchen in allererster Linie den Menschen die Ängste zu nehmen, weil wenn sich Privatpersonen an uns wenden, hat das oft was mit Angst zu tun. Die haben Angst vor dem, was da passiert ist und so weiter. Wir nehmen uns den Leuten an, führen da intensive Gespräche
Und wenn sich das Ganze in den Gesprächen nicht auflöst oder wenn man sich da keine Begründungen für finden lassen, dann schauen wir auch mal vor Ort nach, was da vielleicht los ist. Aber für, ich sage jetzt mal, 90-95% aller Vorfälle, Phänomene, lassen sich schon rationale Gründe finden. Das ist natürlich unsere erste Intention, einfach den Leuten die Ängste zu nehmen und Aufklärung auch zu betreiben, weil auch viele Thesen und Geschichten im Internet grassieren, einfach nur Thesen sind und mehr in den Bereich Mystery passen. Mhm. Einfach ja. Nur eine Geschichte sind. Ja. Jetzt ist mal eine Frage generell. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd, aber ich würde jetzt gerne mal in die Runde fragen und auch dich, Tom, ob du an Geister glaubst. Ich glaube an Geister. Okay. Hat das einen bestimmten Grund? Hast du da ein Erlebnis gehabt, oder? Ja, ich beschäftige mich ja schon seit über 35 Jahren. Also vor 35 Jahren habe ich angefangen damit, mich für die ganze Thematik zu interessieren. Aufgrund meiner persönlichen Erlebnisse, die ich damals im alten Haus meiner Großtante in Luxemburg hatte. Das waren so Vorkommnisse, wir haben alle geschlafen und man hörte plötzlich so wirklich schwere Schritte im alten Treppenhaus. Die Türen gingen auf und zu, Schranktüren gingen auf und zu. Oder Ketten sind zersprungen, Halskette war das. Und später, ein paar Jahre später, haben wir dann erfahren, dass man in den 70er Jahren beim Ausschachten des Kohlenkellers ein Skelett gefunden hat. Okay. Und vielleicht hat das was damit zu tun. Das ist ein altes Haus, was ich sehr gerne jetzt mit meinem Team untersuchen möchte, aber leider ist es nicht mehr im Besitz der Familie. Also, aber jetzt so eine direkte Begegnung, hattest du die schon mal gehabt während deiner Tätigkeit jetzt mit den Ghost Huntern? Also ich habe schon mal eine Gestalt gesehen, die über einen Wald, also wir sind in einem Wald gewesen, ich habe eine Gestalt gesehen, die von rechts nach links gegangen ist, die auch von der Kleidung her eigentlich so in das 16., 17. Jahrhundert hätte passen können. Ja. Wir sind hingegangen, wir haben aber nichts gesehen, dass da jemand entlang gegangen ist. Habe auch mal nachts, als wir von der Untersuchung gekommen sind, bin ich wach geworden und da habe ich gesehen, dass ein kleines Mädchen bei uns am Bett stand. Die war verschwunden, aber ich habe da auch keine Angst vor. Das sind so Sachen, die einfach passieren. Ja, da zu dem Thema Angst vor Geistern und so weiter, da würde ich dann gerne später nochmal kommen. Jetzt erstmal die Frage an den Real Mystery. Hast du da irgendeine Geistererfahrung? Also ich glaube definitiv daran, dass es auch Geister gibt. Natürlich ja. Ich habe ich glaube, die Geschichte kennen ja einige schon, eine Erfahrung damit machen dürfen, wo sich plötzlich irgendwas Paranormales ereignet hat. Da war ich ziemlich 8 Jahre alt und ich hatte das, glaube ich, schon mal angesprochen gehabt in einer anderen Mystery-Banden-Talk-Runde. Und da hatte ich zum Beispiel die erste Sichtung eines Geistes. Ne? Ich war da im Bett und die Katze hatte ich dabei, die ist dann plötzlich aufgescheucht, wollte natürlich nach draußen und ich habe die nach draußen gelassen und plötzlich hat sich da irgendeine Gestalt formatiert bei mir im Zimmer. Ne? Hatte natürlich große Angst damals, haben mir dann die Bettdecke übergestülpt. Ne? Und dann habe ich dann nach kurzer Zeit nochmal aus der Bettdecke hervorgeschaut und dann sah ich diese eine Art wie weiße Frau. Sie ist hell erleuchtet gewesen, hat mich sozusagen angelächelt, ich dann die Bettdecke wieder drüber gestülpt und dann habe ich nach Verzweiflung nach dem Lichtschalter gesucht, den ich dann auch wieder gefunden habe. Ja. Als ich den Lichtschalter dann betätigt hatte, habe ich dann gesehen gehabt, dass die Gestalt sich dann urplötzlich aufgelöst, als wenn ein Windhauch durch das Zimmer hauchen würde. Am nächsten Tag, morgen früh, habe ich dann erfahren, dass eben eine Großtante von mir gestorben ist, ne? Und das war eben in derselbliche Nacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich diese Person dann nochmal kurzerhand bei mir gemeldet hat. Ne? Wir haben die immer das meistens. Das hört man ja öfter mal sowas. Ja, wir hatten ja als Kind immer meistens besucht, ich war damals 8 Jahre, hat dann immer die Oma hat da selbst immer so ein Himbeersaft gemacht und der dann das übergeben und gesagt, ich habe dann immer zu ihr gesagt, wenn du das trinkst, wirst du gesund. Ne? Ja. Ja, und die ist eben an Krebs dann gestorben und eben in derselben Nacht ist sie dann von uns gegangen. Und ich denke mal, sie hat sich damals noch mal kurzerhand verabschiedet. Okay. Quibus. Warum lachst du? Ach, nur so. Okay, Natur, ich weiß. Erzähl uns deinen Standpunkt. Ja, ich bin jetzt natürlich wieder der in der Reihe, der eigentlich weder an Geistern glaubt, noch an
sonstige Erlebnisse, die irgendeinem Menschen nach dem Tod widerfahren können. Ich habe natürlich jetzt den Nachteil, dass ich auch nichts derartiges bisher erlebt habe. Ich hatte ja mal erzählt, so eine ganz kurze Geschichte, beim Pendeln ist mal eine Glühbirne von der Decke geflogen. Das war aber auch schon alles. Also ich habe niemals irgendwie naja, was heißt, das war schon alles? Wie oft fliegen Glühbirnen von der Decke? Ja, beim Pendeln. Eigentlich extrem selten, aber das denke ich immer noch, das kann im Bereich des Zufalles sein. Da würde ich jetzt nicht sagen, okay, das ist ein Beweis, dass da irgendwelche Geister oder andere Wesen am Werk sind. Also ja. Ich glaube eigentlich nicht daran. Eigentlich sage ich, weil bei vielen Dingen bin ich mir ziemlich sicher. Wenn ich da irgendwelche Videos im Internet sehe, dann denke ich, oh Mann, das ist gefaked, jetzt guckst du, wo ist da der Fehler? Ja. Den finde ich dann auch in der Regel, nicht immer. Aber ja. Bei diesen Dingen, da gibt es auch so viele Berichte, die ich nicht einfach alle abtun kann nach dem Motto, die spinnen alle, die sowas erzählt haben. Das würde ich euch ja dann auch unterstellen, wenn ihr solche Sachen erzählt. Und daher, ich glaube eigentlich nicht dran. Sie hören mir aber diese ganzen Geschichten an und versuche da immer eine logische Erklärung für zu finden. Die, da kommen wir vielleicht ja nochmal später drauf, die es tatsächlich auch in einigen Fällen gibt. Das kann man sich dann auch physikalisch erklären, wie solche Geisterscheinungen zustande kommen, aber eben nicht immer. Aber trotzdem, ich bleibe dabei. Ich persönlich glaube eigentlich nicht an Geister. Ich würde da kurz mal was einhaken mit dieser Sache mit, ja, die Spinnen, die Leute, dass man das dann so denkt, wenn die das so erzählen. Viele Privatklienten erleben das ja auf in einer emotionalen Situation. Und dann können sie, und dabei schaltet sich dann auch die Ratio aus und dann denkt man nicht an wirklich naheliegende Geschichten. Das ist auch manchmal eine sehr gute Erklärung. Also ich hatte gerade gesagt, ich möchte nicht sagen, dass ich denke, die spinnen alle die Leute, sondern ich denke schon, die haben was gesehen, die haben was erlebt, was sie dann für sich als Geister interpretieren, aber ob das wirklich so ist, wage ich halt zu bezweifeln. Ja. Nee, so hatte ich dich auch verstanden. Okay. Ja. Also ich sag mal, früher hatte ich denselben Standpunkt wie der Quipus oder sagen wir mal ähnlich. Ich habe da so ein bisschen gezweifelt, ob es denn Geister gibt oder nicht. Aber ich habe ja mal ein Erlebnis gehabt, das habe ich ja schon mal in ein, zwei Videos erzählt, aber ich werde halt immer wieder danach gefragt. Ich war mal mit einer Frau, die sich Medium nennt, ja, also ein Medium und einem Bekannten von mir, in einem Haus, in dem es angeblich zu Spukerscheinungen kommen soll. Und da sind wir runter in den Keller gegangen. Und ihr müsst euch das vorstellen, da war ein großer Raum und so links und rechts gingen dann die einzelnen Kellertüren ab. Und als ich in diesem Raum stand, da war es ziemlich düster. Wir hatten also nur Taschenlampen dabei, weil das... Wer ist denn da seine Wohnung am Zerlegen? Das der Quipus. Ups, mir ist da gerade was runtergefallen. Ich hab's schon wieder. Bei dir spukt's, hä? Es ist eigentlich von selber heruntergefallen. Ich möchte da jetzt nicht mehr drauf eingehen. könnte das ein paranormales... Ein paranormales Erlebnis, ne? Beim Quipus. Kleine Rache der Geister. Ich ja. Weiß nicht. Ja. Naja, jedenfalls stand ich in diesem Raum und wie gesagt, ein Raum in der Mitte und da gingen links und rechts halt so diese Türen ab, diese Räume ab. Und als ich da stand, wir hatten nur Taschenlampen dabei, da hörte ich dann schon rechts neben mir im Raum so ein seltsames, ich nenne es jetzt mal schweres Atmen. Ja, es kann auch etwas anderes gewesen sein, aber es hörte sich für mich an wie ein schweres Atmen. Und das kam halt immer näher auf mich zu, bis ich es dann im Ohr hatte, also wirklich direkt neben mir. Und die Frau, die dabei war, die hatte wohl schon so ein bisschen Erfahrung und die sagte dann so den denkwürdigen Satz, hör mal, keine Angst, der will nur gucken. Ja, so wie der Hund, der will nur spielen. Ja. So, und dann ging dieses Geräusch einmal um mich herum, an meinem linken Ohr vorbei und stand dann nachher direkt vor mir. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, boah, das waren die Heizungsrohre, aber ich habe noch nie von Dolby Surround Heizungsrohren gehört oder so. Denn dieses Geräusch hat sich bewegt von meinem rechten Ohr hinter meinem Rücken entlang zu meinem linken und dann direkt vor mich. Und da hat es dann so einige Sekunden gestanden und dann hat dieses Geräusch den Raum verlassen. Und da war ich noch nicht der Einzige, der das gehört hat, sondern alle drei, die wir da waren, haben das ja gehört. Ja. Das ist so mein Erlebnis, wo ich gedacht habe, holla die Waldfee, was war das?
Tom, jetzt erzähl mir mal was dazu. Die Aussage von der Person, die dabei war, mit keine Sorge, er will nur gucken, das ist eine sehr zutreffende Aussage. Denn die meisten, wenn wirklich solche Spukerscheinungen geschehen und wirklich Geister vor Ort sind, dann wollen sie an sich entweder nur eine Kontaktaufnahme, machen deswegen Geräusche, klopfen und so weiter. Oder sie wollen einfach nur, sind neugierig, mal gucken, wer ist denn da? Ja. Ich kenne ja jetzt die Location nicht, von der du berichtest, deswegen kenne ich auch, kann ich jetzt auch nicht so genau dazu sagen, ob es vielleicht ein Windzug gewesen sein könnte, aber dadurch, dass dieses Geräusch um dich quasi herumgegangen ist, deutet es für mich nicht darauf hin, dass es ein Windzug gewesen ist. Also es klingt schon interessant. Du musst dir natürlich in der Situation, musst du dir vorstellen, ich bin ja da erstmal reingegangen mit dem Gedanken, jo, da ist es halt dunkel und da werden wir uns jetzt ein paar Lagerfeuergeschichten erzählen oder so, ja. Da habe ich aber fast ein paar Tropfen verloren, wenn ich ehrlich bin, in dem Moment, weil ich halt gemerkt habe, da steht was neben mir. Das konnte ich also schon richtig merken. Und dann ist es um mich herum, wie gesagt, und dann vor mich. Und dann hat es sich erst... Ja, rumgedreht kann ich jetzt nicht sagen, aber dann hat es sich entfernt. Und die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist dann, was kann das denn gewesen sein? Und ich habe da keine logische Erklärung für gefunden, außer eine, die von vielen als Quatsch oder unlogisch bezeichnet wird, nämlich, dass es ein Geistwesen war. Und das war dann so der Punkt, wo ich angefangen habe zu überlegen, ob es das nicht doch geben kann. Das ist jetzt schon viele Jahre her natürlich, aber... Da habe ich dann angefangen, mich mal mit der Thematik ein bisschen zu beschäftigen. Ja, war die Situation, weil du eben sagtest, du hast gemerkt, dass da jemand neben dir war, war das so, als ob die Luft zum Greifen war? Also ich weiß nicht, ob du schon mal, wenn sich jemand dicht neben dich stellt, ja. der dich nicht berührt, das merkst du ja. 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 Das merkst du irgendwie. Also das ist ja jetzt nichts Übernatürliches oder so, aber du merkst halt, da steht jemand neben dir. Ja. Und so war das halt auch. Und das Ganze ist ja nicht neben mir erschienen, sondern das kam ja aus diesem anderen Raum heraus. Das hat sich ja erstmal langsam genähert. Immer so Schritt für Schritt, würde ich sagen, bis es dann an meinem rechten Ohr oder vor meinem rechten Ohr war. Und dann habe ich also genau gemerkt, dieses Geräusch ist direkt neben mir. Das ist nicht, das schallt nicht irgendwo her, sondern das ist neben mir. Und dann ist es halt um mich rum, auf die andere Seite. Und da habe ich auch gemerkt, das kommt nicht irgendwo her, das Geräusch, sondern das entsteht neben mir. Mhm. Ja, und dann vor mir und dann ging es halt wirklich aus dem Raum raus in einen Nebenraum rein. Das konnten also alle drei hören. Es ist nicht so, dass nur ich das wahrgenommen habe. Halt, ne? Wie gesagt, der Kollege, der dabei war von mir, der hat da fast die Taschenlampe fallen lassen vor Angst und ich habe mir da auch ein bisschen in die Hose gepickelt. Okay. Ja, ist ja klar. Ich meine, du rechnest ja mit so weit nicht. Und da war ich noch ein ganz junger Mythenmetzger. Ja? Da war ich noch so ein kleiner Mythenmetzger, der von nichts viel Ahnung hatte aus dem Bereich. Und die Einzige, die da völlig relaxed war, das war halt diese Frau. Die war bei uns relativ bekannt für ja, halt ihre Kontakte, die sie da hat mit Verstorbenen halt, ja. Ja, also an sich klingt das doch recht interessant und ich wäre nicht abgeneigt, da selber mal dem nachzugehen, mal gucken, was da vielleicht vor Ort los gewesen ist. Aber wenn das wirklich ich finde jetzt auf Anhieb kann ich dir keine logische Erklärung dafür bieten. Aber die Möglichkeit, dass vielleicht jemand vor Ort ist, kann man natürlich in Betracht ziehen, ja. Müsste ich auch mal den Dom fragen. Ja. Ich gehe jetzt mal ein bisschen ins Detail rein. Meine Oma ist seit einem Jahr verstorben. Ja. Jetzt ist es so, dass ich ab und zu mal in dem Raum, wo ich jetzt sitze, ab und zu immer mal so eine Struktur sehe. Das geht immer meistens so 1 bis 2 Sekunden. So sehe ich dann einmal so einen schwarz-grauen, hellen, kurzen Umriss, der sich dann bewegt und dann wieder verschwindet. Es könnte jetzt vielleicht auch natürlich eine Einbildung sein, ne? Ich möchte dich fragen, ist das vielleicht deine Präsenz? Ich hatte immer das Gefühl, irgendwas ist hier. Es geht nur für 1-2 Sekunden, dann ist es wieder weg, als wenn jemand durch den Raum huscht. Und das halt kurz seit einem Jahr ungefähr ist dies der Vorfall. Ne? Jetzt mal, wenn ich da an der Couch sitze oder so oder mal ein bisschen mich gemütlich mache, kann das mal vorkommen, dass plötzlich irgendwas da ist, wo ich kurzerhand zu mir selber dann sage, was ist das? Und verschwindet dann wieder. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie der Raum plötzlich sich kühl anfühlt oder dass sich plötzlich Gegenstände bewegen oder sonst irgendwas.
Hat das was Paranormales zu tun oder ist es vielleicht doch nur eine geistliche Einbildung? Es kann zum einen kann es sein, es kommt darauf an, wie sehr man mit der Trauer umgegangen ist. Das kann natürlich auch so ein unterbewusstes Wunschdenken vielleicht sein, dass man sowas sieht, aber das denke ich mal, kann ich bei dir ausschließen. Siehst du das denn direkt frontal oder so seitlich? Es ist mehr, muss ich sagen, seitlich ist es auch so. Also es kann auch mal eher mehr so seitlich. Ja. Also es ist auch kein Wunschdenken oder so. Ich sitze da meistens da, denke zum Beispiel nicht, ein bisschen Fernsehen gucken oder ich sitze mal da am Computer, ein bisschen am bei YouTube so mal ein bisschen rumzugucken. Dann sehe ich das ab und zu mal. Oder wenn ich gar nicht bin oder nur mal kurz fast am Einschlummern bin oder ich sitze da, auch nicht mit Müdigkeit, dann kann das schon mal vorkommen, dass sich das einfach mal kurzerhand dann materialisiert oder so. Ja. Weiß nicht, also bei diesen Sichtungen so aus dem Augenwinkel seitlich heraus, da kann man an sich sagen, zu 95% kann man das schon damit erklären, dass das damit zusammenhängt, dass das Sichtfeld nach außen kleiner wird. Und da reichen auch schon alleine Wimper würde ausreichen, um einen Schatten zu erzeugen. Ja, das ist aber so, das ist von der Seite. Also wenn ich so in den Raum jetzt nach rechts gucke, dann eher so in die Mitte rein. So. Also es ist dann schon ins Auge. Also es ist nicht nur, dass ich das an der Seite nicht, dass dann, weil das würde man ja als, kann man ja dann als auch optische Täuschung natürlich auch wahrnehmen. Mhm. Na, so viel ist mir schon klar. Nein, es sieht dann so aus, auch wenn ich gerade gucke, dass von rechts oder von links kommt man so in die Mitte so rein, in den Raum. Sich da kurzes, wie soll ich das erklären genau? Das ist so ein schwarzer seitlicher Umriss, ein bisschen hell, als würde man fast eine Gestalt erkennen. Ist das täglich? Nein, nicht täglich. Zu bestimmten Uhrzeiten? Habe ich jetzt auch nicht drauf. Nein, ich glaube nicht. Also es ist auch schon untertags passiert, aber auch schon nachts. Ja. Ich würde dir ansonsten da erstmal raten, vielleicht mal eine Kamera aufzustellen, die das filmt. Okay. Vielleicht kannst du da was aufnehmen. Mhm. Ganz auszuschließen, dass da jemand sein könnte, kann ich nicht. So von der Entfernung müsste ich ja vor Ort auch mal genauer gucken. Mhm. Von der Beschreibung her, dass da bei dir jemand gestorben ist, es kann sein. Ich kann es ja nicht komplett ausschließen. Müsste man das mal vielleicht genau. Also es ist ja nicht so, dass es mir irgendwie Angst macht. Es ist mir nur sehr aufgefallen oder so. Ich habe mir dann selber zu mir gedacht, ja, wenn jemand da ist und da fühlt sich der Wunder, kann diese Person natürlich auch da sein. Also wenn du damit leben kannst und keine Angst hast, ist es okay. Ansonsten, du kannst auch mal anfangen, sonst so eine Art Spuktagebuch zu führen. Das empfehlen wir ja auch den Klienten immer, wenn sie sich an uns wenden, dass sie nach den Tagen uhrzeitmäßig aufschreiben, welches Phänomen in welchem Raum zu welcher Zeit stattfindet und wer es wahrnimmt. Weil daran kann man manchmal auch so eine Regelmäßigkeit ablesen. Alles. Ob es vielleicht zu einer bestimmten Uhrzeit immer ist, dann könnte es vielleicht dieser oder jener Grund sein und so weiter. Ja, ich hatte ja dann auch. Ich bin gleich soweit. Ne? Ich hatte noch eine Frage. Ich habe ja vorhin da mal kurz mal angesprochen gehabt, wo ich dieses Phänomen hatte mit dieser weißen Frau. Das ist jetzt oben, das war im letzten Stock oben, das ist jetzt ausgebaut. Da lebt jetzt auch meine Cousine mit den Kindern. Und erst kam da, das ist jetzt liegt ja schon ein bisschen weiter schon etwas zurück, kam eben auch die Cousine zu mir, dass der Jüngste eben nicht schlafen kann. Er sieht da immer welche Gestalten in diesem Zimmer, so wie Art Kobolde, mit denen er sich dann unterhält. Er ist auch noch ein bisschen hyperaktiv natürlich auch, ist jetzt aber ein bisschen ruhig gestellt worden auch dadurch und in der letzten Zeit habe ich nichts mehr gehört. Kann das sein, dass sich da irgend noch was zurückgeblieben ist vielleicht? Also es gibt ja die These, dass Kinder bis zum 6. oder 7. Lebensjahr noch einen bestimmten Kanal zu den Jenseitigen hat. Die sind unbeschwerter. Die sind nicht so versaubeutelt wie wir zum Beispiel, dass wir durch Medien und so weiter alles Informationen eingesammelt haben, sondern sie sind ja, ich sag mal, rein von Denken her unbeschwert. Und da sagt man halt, dass die halt dann eher empfänglich sind dafür, dass dann jemand da ist. Manchmal denke ich, kann es sein und manchmal nicht. Also ja, das trifft sich hin, der ist 7, 8 Jahre, mittlerweile ist jetzt 9 und jetzt eigentlich ist er ziemlich wird's ruhiger geworden. Ne? Ja. Ich würde mal, ich auch mal einen Quibus weiter, ich weiß nicht, welche Ansichten der Quibus dabei hat. Ne? Es gibt ja auch andere Erklärungen dafür. Ja, klar. Ja, andere Erklärungen gibt es immer.
komme ich auch gleich noch zu. Aber ich fand gerade die Geschichte von dem Mythenmetzger ganz spannend. Ich meine, ich kenne sie ja schon mit dem Haus, wo da eine Gestalt oder was auch immer um dich herumgeschlichen ist, Mythenmetzger. Und der Tom bekundete dann ja sogleich Interesse, vielleicht mal diese Location nochmal zu besuchen. Würde ich natürlich auch ziemlich gerne dann machen. Mythenmetzger, weißt du, wo das Haus ist? Gibt es da nochmal eine Möglichkeit, dass wir diesen Ort vielleicht mal gemeinsam aufsuchen könnten? Also wenn wir zusammen eine Zeitreise machen würden, dann ging das, weil das Gebäude steht nicht mehr, das ist mittlerweile abgerissen worden und da ist ein Neubau aufgesetzt worden. Ja, das war ein historisches Haus aus 1700 irgendwas, aber relativ zerfallen. Ja, also da war nichts mehr mit Denkmalschutz und so. Das wurde dann irgendwann mal aufgegeben und dann wurde es abgerissen und dann ist da ein Haus drauf gebaut worden, ein mehrstöckiges. Okay, sehr, sehr schade. Aber wie gesagt, das Ganze ist ja jetzt auch schon, ich weiß nicht, 28 Jahre her, ne? Ja, da stellt sich für mich auch sowieso immer so eine Frage, diese Präsenzen, Geister, wie auch immer, wenn die dann da noch rumspuken, so wie bei dir gerade, Real Mystery, da fragt man sich auch, wie lange bleiben die denn jetzt noch da? Du sagtest, das war dann in der gleichen Nacht und dann sind da jetzt doch noch andere komische Erscheinungen. Wenn ich dann so weiter zurückdenke, was kenne ich denn so? Ja, ich kenne natürlich diese Geschichten von den Burgen, wo dann irgendwelche Frauen, meistens sind es ja Frauen, da ungerecht zu Tode gekommen sind und dann angeblich noch rumspuken. Und wenn ich dann weiter zurückgehe, hört es dann aber irgendwann auf. Da frage ich mich, gibt es da eine bestimmte Zeit, wenn es Spuk gibt, wie die dann noch spuken können oder vielleicht auch wollen? Weil ich habe ja noch nicht davon gehört, dass irgendwo ein Neandertaler rumspukt. Das gibt es ja nicht, solche Geschichten. Wenn ja, immer her damit, wäre mir neu. Deswegen ist die Frage, Spuk, okay, gibt es, aber wie lange ist denn dann sowas jetzt von den Erzählungen? Wann verschwindet das dann? Oder verschwindet das dann doch nie? Gibt es da Präsenzen, die da schon seit Hunderten von Jahren immer wieder an einem Ort bleiben? Tom, vielleicht kannst du da was zu sagen. Ich weiß es nicht. Ich habe dazu vor einiger Zeit mal einen Blogartikel geschrieben gehabt über die Endlichkeit oder Unendlichkeit von Seelen. So von meiner These aus. Und wenn jemand mal einen Ort findet, wo vielleicht ein Dinosaurier noch rumgeistert oder ein Neandertaler, dann bin ich sofort dabei, dass ich da hingehen möchte. Meiner Kenntnis nach sind die ältesten Geister, die man noch finden kann, etwa aus dem Bereich 16. 17. Jahrhundert. Davor gibt es keine Spukgeschichten. Hast du da irgendeine Erklärung, wo man wirklich noch fassen konnte? An sich so nichts. Man kann eine These aufstellen, dass vielleicht die nach einer Zeit dann verschwinden, weil die Energie dann abgenommen hat oder dann vielleicht in eine andere Dimension übersiedeln und wir vielleicht gewisse Phänomene, die wir heute irgendwie mal wahrnehmen, vielleicht ein Klopfen oder manche reden ja von Kobolden, dass sie Kobolde sehen. Ob die Kobolde nicht vielleicht dann den Neandertaler sind von damals, ich weiß es nicht. Das sind Thesen, es ist noch nie jemand da gewesen und es gibt einfach sehr viele Thesen zu diesen Themen. Ich kann darauf keine Antwort geben. Also ich habe vielleicht Sind es vielleicht Geister, die in der Zwischenwelt gefangen sind und vielleicht dann andere Seelenwesen, die dann ins Licht begleiten, dass diese Erscheinung dann später dann vorbei ist? Ja, Zwischenwelt ist so ja, ich bin kein Anhänger von dieser Zwischenwelt. Für mich, also die These von mir ist, wenn ein Mensch verstirbt, wird er zu einem Geist. Der geht dann rüber ins Jenseits zu den anderen oder bleibt hier oder wechselt immer mal wieder, um jemanden zu besuchen, um sich zu verabschieden, wie auch immer. Das Jenseits ist so an sich so um uns herum. Ich habe auch mal versucht, so die These aufzubauen, ob nicht vielleicht, das klingt total abgefahren, was ich jetzt vielleicht sage, wir nicht vielleicht die Aliens auf diesem Planeten sind. Und wenn wir sterben, dann in eine andere Dimension übersiedeln, dahin, wo wir eigentlich herkommen. Das ist das, was ich auch schon angesprochen habe, dass wir eine andere Formation haben, ne? Menschlichen Körper, in Wirklichkeit Geistwesen sind, ne? Irgendwie sowas vielleicht in die Richtung.
Und es gibt ja die These in der Esoterik, dass man mehrmals wiedergeboren wird und dann im nächsten Leben auf immer wieder darauf aufbauend andere Aufgaben und Erlebnisse erfahren muss, um dann immer höher zu steigen. Und vielleicht hat das einen Funken Wahrheit, ich weiß es nicht. Es ist halt noch nie jemand da gewesen, der wirklich Auskunft darüber geben kann. Und jetzt wirklich da eine klare Aussage zu treffen, wäre total unseriös für mich. Komm, du hast sie. Ja, aber im Prinzip gibt es dann für mich aber auch viel zu wenig Geister. Ich meine, wenn man sich das als Verstorbener wirklich aussuchen könnte, möchte ich ins Jenseits gehen und dort bleiben oder möchte ich dann doch noch mal hin und wieder zurückkommen, nur halt um zu gucken, nichts Böses zu tun, einfach zu gucken, was ist aus meinen Nachkommen geworden, wie haben die sich entwickelt? Ich denke mal, diese Neugierde hätte doch jeder. Da würden doch fast alle noch mal wieder rüberkommen und gucken, was ist aus meinen Kindern geworden, was machen die gerade? Das. Es müsste Milliarden von Geistern an sich geben. Richtig, genau. Aber es gibt halt diese These aus der Esoterik, dass die dann immer wieder, wenn sie wiedergeboren werden, eine Stufe höher wandern und dann zu einem göttlichen Wesen werden. Das lasse ich mal so dahingestellt, ich weiß es nicht. Und dass die dann einfach aus diesem Jenseits dann plötzlich woanders hinwandern. Es ist ja auch so, ich glaube ja auch daran, dass wir nicht allein im Universum sind. Dass es sicherlich auf irgendeinem Planeten noch Leben gibt, in jeglicher Form auch immer. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn es das Jenseits halt wirklich, dass das dann nur auf unsere Erde bezogen ist. Versteht ihr, was ich meine? Schon klar, ja. Und deswegen halt auch das mit diesen vielleicht UFO-Sichtungen und so weiter. Vielleicht spielt das alles auch eine Rolle miteinander. Ja, da ist sagen wir die Frage, weil man stellt sich die Frage, was ist eigentlich der Sinn des Lebens, ne? Ich Genau. sag mal so, wie du das angeschnitten hast vorhin, also ich bin voll deiner Überzeugung, dass es wirklich so ist oder sein könnte, sage ich jetzt mal, ne? Dass wir hier auf diesem Planeten eine Schule besuchen und Dinge daraus zu lernen. Ne? Und wir werden einfach mit allen Sachen einfach geprüft, ne? Sei es und mit Schicksalsschlägen und so weiter und so weiter. Ne? Und ich denke mal, wenn wir erfahren würden, dass es so ein himmlisches Wesen existiert, wie Geisterwelt oder so, dann würde wahrscheinlich Chaos herrschen hier. Also noch mehr Chaos, als wie es schon besteht. Ne? Dann würde auch die Selbstmordrate in die Höhe steigen. Dann ich glaube, das wäre der Weltuntergang sozusagen. Weil wir dann, sage ich bin jetzt mit meinen Umfeld unzufrieden, fange einfach neu an, weil ich weiß, es geht ja wieder weiter, wenn ich wieder neu inkarniert werde oder ein Leben danach gibt. Das wäre ja das perfekte System dann eigentlich auch. Also das wäre wahrscheinlich hundertprozentig ein Weltuntergang. Ne? Ich weiß nicht. Also wir sind jetzt mal in den Mythenmetzger. Ne? Ja, also da muss ich dir recht geben. Ich sag mal, wenn man dieser Sache ganz sicher sein könnte und man wüsste, okay, wenn ich mir jetzt mal eben das Licht ausknipse, komme ich wieder und fange neu an, dann wäre das Chaos perfekt. Das denke ich auch, ja. Ja, das ist. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, weil wenn man dann wiederkommt, ist das ja alles schön und gut. Aber die Frage ist ja, weiß ich, dass ich wiederkomme? Das heißt ja auch, wir sind alle schon mal da gewesen, sind jetzt wieder hier, wissen das aber in der Regel nicht. Kann natürlich sein, dass wenn ich dann gestorben bin, ich es in dem Augenblick dann weiß oder die ganzen anderen Leben mich auch wieder daran erinnern kann. Aber was nützt mir das in meinem jetzigen Leben? Deswegen würde ich das gar nicht so sehen. Also kann sein, die würden natürlich, viele würden sich wahrscheinlich umbringen oder sonstiges, die unglücklich sind. Aber ich persönlich würde mein Leben erstmal hier weiterleben. Also ich sehe dann da keinen Grund, nur weil ich weiß, dass ich nach dem Tod, dass da noch irgendwas ist, das dann zu beschleunigen, um zu Ja, weil gucken, du ob es denn vielleicht da nicht wäre. verzweifelt genug bist, ne? Ja, aber Ja. musst du dich aber auch die Vorstellungen einbringen. Es gibt die verschiedensten Religionen hier, ne? Die einen interpretieren dieses Wesen dann als ein anderes Geschöpf und wiederum als anderes Geschöpf. Da würden dann auch Kriege entstehen, ne? Weil die wissen ja sowieso dann, okay, wenn ich sterbe, passiert mir eigentlich nichts, weil ich ja schon das weiß, ne? Ich denke mal, das geht ziemlich dann schnell, ne, mit diesem ganzen Chaos dann, ne? So ist das. Aber solange wir im Ungewissenheit bleiben, ist das natürlich schon eine Grenze von dem, dass wir einfach hier sind, um zu lernen, ne? Ja, aber du würdest ja, wenn du dich umbringst, ja dann nicht in einem Monat wiedergeboren. Die Wiedergeburt findet ja dann irgendwie in irgendwelchen nächsten Jahrzehnten oder Jahrhunderten statt. Ja, aber Ganz du bis dahin, denke ich mal, hat man ja da auch irgendwie eine Existenz, würde ich jetzt mal so annehmen. Ja.
Aber ich muss das, ich sehe das ähnlich wie der Real Mystery. Das heißt, in dem Moment, wo die Menschen wissen, definitiv und ohne Zweifel, dass sie weiterleben und dann ein neues Leben bekommen, dann werden nicht mehr viele Menschen daran interessiert sein, irgendwelche Probleme zu lösen, die größer sind oder so. Die werden viel leichter aufgeben, wenn sie in einer Lebenskrise stecken. Und ja, das mit den Gewalttaten und Kriegen und weiß der Henker was, das wird sich auch zunehmen. Also da schließe ich mich mal dem Real Mystery an, weil ich habe ja die Gewissheit, was soll mir denn passieren? Ich krieg mich weg und komm wieder. Die Frage ist ja, kann dir dann wirklich nichts passieren? Oder wenn man dann auch in den Glaubensbereich geht, gibt es ein Leben nach dem Tod? Gibt es Gott? Gibt es den Teufel? Gibt es die Hölle? Das wäre dann natürlich für den einen oder anderen, wenn man jetzt nur weiß, nach dem Leben kommt irgendwas, aber wir wissen nicht was, dann kann man ja nicht ausschließen, dass irgendeine Religion und so eine Art, weiß ich nicht, Teufel, Hölle, gibt es ja in vielen Religionen, dass sowas dann den Leuten bevorsteht. Ja, das ist das Einzige, was dann noch als Frage bleibt. Ne? Ja, wobei dieses Teufel, Hölle und Himmel, Gott und so, also ich bin zwar getaufter Katholik, ich lebe aber diesen Glauben nicht. Für mich ist alles göttlich. Jeder Baum ist göttlich. Jedes hat so einen göttlichen Funken in sich, jedes Tier. Und dieses mit dem Teufel und so weiter, das ist eine Instrumentalisierung der Religionen an sich, um den Leuten aufzuzeigen, wenn du jetzt zur Kirche gehst, bist du gut, wenn du nicht zur Kirche gehst, gehörst du auf die böse Seite. Und so kam das ja auch, dass dann irgendwann mal diese Dämonen ins Spiel kamen. Die sind ja nur so eine Personifizierung der bösen, negativen Eigenschaften, nur um die Leute wieder zu den Religionen zu treiben. Und das hast du im Grunde in allen Religionen. Das stimmt, in der einen oder anderen Weise hat man das überall so. Ich bin übrigens Atheist, ich glaube überhaupt nicht an Gott, jedenfalls nicht an einen Gott, so wie uns der von irgendeiner Religion dargestellt wird. Ich glaube auch nicht, dass es irgendeinen anderen Gott gibt. Ich glaube auch nicht, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Also ich bin da wirklich so, wir sind jetzt hier, wir leben, den Sinn des Lebens immer zu erfragen, finde ich müßig. Darauf gibt es keine Antwort. Der Sinn ist einfach, ja, hier zu sein, sich zu vermehren und wie bei den Tieren oder anderen Lebewesen auch. Einfach Fortbestehung der Art. Ich glaube nicht, dass es da einen höheren göttlichen oder anders gearteten Sinn drin gibt. Ja, es gibt zwar sehr viele mysteriöse Ereignisse in deinem Leben, ne, die man sich wirklich nicht beschreiben kann. Ne. Ich denke mal, dass wir da immer wieder geprüft werden, ne, sei es mit Schicksalsschlägen oder sonst irgendwas. Und dann kommt meistens immer wieder der Gedanke, warum macht Gott sowas? Vielleicht ist es uns aufgelegt, ne, dass einer vielleicht kürzer nochmal auf diese Welt kommt und vielleicht die letzte Prüfung zu bestehen. Ne. Das ist die Zusammenhänge. Ne. Weil ich würde sagen, es gibt zu viele Ereignisse, die man jetzt nicht so abtun kann, wo man wirklich sagen, okay, das ist sehr seltsam. Ne? Zum Beispiel grundsätzliche Ereignisse, ne, wo man sagen, das kann doch jetzt wirklich nicht sein oder das ist unmöglich. Ne? Aber sie sind vorhanden. Also wir driften gerade sehr in den philosophischen Bereich ab. Aber wirklich, ja. Ich würde gerne nochmal auf das eigentliche Thema zurückkommen und den Tom mal fragen. Ich sehe ja jetzt einige schon, die dieses Video hier sehen werden. Also der Daumen-runter-Button, der glüht bestimmt schon unter meinem Video. Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, ist doch totaler Quatsch, es gibt keine Geister, ist ja Blödsinn. Was würdest du dem denn sagen, Tom? Mach deine eigenen Erfahrungen. Ich kann ihn nicht davon überzeugen. Es ist auch nicht meine Aufgabe, einen Skeptiker zu überzeugen. Oder habe ich versucht, Kypus dich zu überzeugen? Nee, hast du absolut nicht. Ich wollte mich ja eigentlich auch selber überzeugen. Ich habe ja am Anfang gesagt, ja, eigentlich glaube ich da nicht dran. Deswegen bin ich auch sehr gerne mitgegangen bei eurer Untersuchung. Aber leider war das ja nur eine ziemlich tote Hose, was Geister angeht. Ja. War halt so. Vielleicht habe ich sie auch alle verschreckt. Ich weiß das ja nicht. Aber ich werde auch gerne noch häufiger solche Sachen mitmachen. Also wirklich mit seriösen Leuten mitgehen. Ich habe zwar meine Meinung, aber es heißt ja nicht, dass meine Meinung die richtige ist und dass ich sie nicht ändern würde, wenn ich ein entsprechendes Erlebnis hätte. Und um mir diese Chance überhaupt mal zu geben, versuche ich ja auch an solche Sachen ranzukommen. Aber ich wollte vielleicht auch mal dieser ganzen Thematik noch eine völlig andere Sichtweise geben, und zwar diese ganzen Geistererscheinungen. Man sucht ja immer nach
Lösungen, möglichen physikalischen Ursachen, wieso so Geistererscheinungen sichtbar werden. Und da habe ich einen ganz interessanten Fall gefunden, wollte ich einfach nochmal so kurz erzählen von einem Computerexperten. Der hatte an seinem Schreibtisch häufiger eine Figur entdeckt, grau, verschwommen und an der äußeren Sichtgrenze. Das Ganze spielte in England. Und diese Erscheinung hatte er häufiger. Er glaubte eigentlich auch nicht an Geistern, war aber schon so weit, dass er daran geglaubt hat, weil an seinem Schreibtisch immer wieder diese Schattengestalten auftauchten. Eines Tages war ein Kollege dann von ihm da, ein leidenschaftlicher Fechter, und der hat seinen Degen auf diesem Schreibtisch liegen lassen. Und nun fing diese Degenspitze an zu schwingen. Das hat man dann untersucht hin und her, und letztendlich hat man gefunden, dass es ein Gebläse dort gab, das Infraschall aussendete. Und dieser Infraschall, der hatte 16 Hertz und der menschliche Augenapfel hat eine Resonanzfrequenz von 18 Hertz. Mhm. Und durch diese Schwingung schwang also der Augapfel mit, und dadurch entstanden diese Schattengestalten. Also es ist auch wissenschaftlich untersucht und dann auch nochmal nachprobiert, ob es wirklich daran lag, und diese Schwingungen nochmal nachgemacht. Also es fand ich eine sehr interessante Geschichte, wie man dann auch erklären kann, dass mehrere Personen in einem Raum einen Geist sehen, halt durch diese Resonanzfrequenz des Augapfels, obwohl da nichts ist. Das ist so eine physikalische Ursache, die mir jetzt auch völlig neu war. Ich hatte das jetzt mal recherchiert für diese Aufnahme extra und fand ich also sehr spannend, dass es da durchaus physikalische Erklärungen gibt, wenn mehrere einen und den gleichen Geist sehen. Jetzt gibt es aber da auch, weil du das jetzt auch ansprichst, Fibus, gibt es ja auch Tiere, die ganz insbesondere auf solche Geistererscheinungen reagieren. Ne? Man hört ja immer wieder, dass Tiere angeblich wie Katzen, Hunde spirituell auf Geister eigentlich anstoßen, dass die plötzlich da die Augen aufreißen, sich das Umfeld angucken, wo man dann sagen kann, okay, da befindet sich was. Da möchte ich jetzt auch mal den Dom darauf ansprechen. Wie siehst du das eigentlich? Ist das wirklich so? Ich bin da gar nicht so dabei, dass das Geist, dass also das Hunde und Katzen so richtig auf Geister ansprechen, weil man sagt ja, dass die über ein weiteres Auge quasi verfügen, über einen weiteren Spürsinn, um die dann zu sehen und so. Wenn die sie sehen, dann würden sie immer sehen, egal wo. Und es hat ja auch viel damit zu tun, wie zum Beispiel ein Hund getickt. Ein Terrier zum Beispiel, der hat ja so einen Jagdtrieb. Der würde auch einen Nager feststellen, der einen Kilometer weit entfernt ist, und dann reagieren. Kläffen, Augen aufreißen, schnuppern und so weiter. Wir haben zum Beispiel unsere Bella. Das ist eine ehemalige rumänische Straßenhündin. Die haben wir seit 2 Jahren, ist Mitglied bei uns im Team. Und sie kommt aus einer Tötungsstation. Sprich, sie hat auch da tote Hunde sicherlich dann gesehen als Geister. Ich sage jetzt, stelle das jetzt mal so dahin, dass auch Tiere Geister, Seelen haben. Und dann würde sie, hat sie die da auch schon gesehen. Bella, Kypros, hast du selber mitbekommen, im Bunker. Die hat sich hingelegt, hat geschnarcht oder einfach mal gesäuft. Bella ist auch, wenn absolut wir auch bei anderen entspannt. Ja, und wenn wir auch bei anderen paranormalen Untersuchungen sind, wo zum Beispiel Teams gesagt haben, hör mal, hier ist ein Hotspot und so weiter, Bella legt sich hin, pennt. Aha. Selbst wenn wir vielleicht eine Tonaufnahme haben, Bella reagiert gar nicht. Interessant. Und deswegen habe ich ja die These aufgestellt, dass das, was so grassiert, dass wenn Hunde plötzlich reagieren oder Katzen, dass das kein Indiz dafür ist, dass Geister anwesend sind. Mhm. Genauso auch, man sagt ja, dass die Tiere dann auf böse Geister reagieren. Ich sage, es gibt keine bösen Geister. Geister sind für mich neutral. Wenn wir sterben, werden wir neutral in unserer Ausrichtung. Das heißt, dass sie dürfen ja eigentlich den Lebenden keinen Schaden zufügen. Dann würden sie ja sozusagen in das Ereignis eines Menschen eingreifen. Und das dürfen die ja eigentlich nicht. Ne? Ja, also es gibt halt viele Geschichten darüber. Und ich kann es halt nur wiederholen. Wir sind halt, unser Team ist halt dafür da, den Leuten die Ängste zu nehmen und auch mit vielen Mythen aufzuräumen und zu erklären, was wirklich dran ist. Und wir haben sehr viele Anfragen von Privatfällen.
aber die lösen sich teilweise in den intensiven Gesprächen auf. Ich habe letztens, wenn ich das noch sagen darf, ich habe letztens ein Gespräch gehabt mit einer 17-Jährigen, die sich bei uns gemeldet hat, wurde uns an uns verwiesen von einem anderen Ghost Hunter. Und die hat immer, ihr erscheint immer der Opa und der beste Freund, die zeitnah nacheinander verstorben sind. Immer nachts, sie hat Angst. Tagsüber wünscht sie sich aber, dass sie erscheinen, weil sie mit ihnen noch was zu bereden hat. Wenn sie dann da sind, hat sie Angst. Ich habe dann aus den ganzen Gesprächen herausgehört, dass sie mit der Trauer bis heute nicht abgeschlossen hat. Und ich habe dann mit der Mutter gesprochen, weil sie halt 17 ist und wir nicht ohne das Einverständnis der Eltern da eine paranormale Untersuchung machen dürfen. Und die Mutter hat auch gesagt, die geht vollends auf in ihrer Trauer. Sie weiß auch nicht mehr weiter. Und da habe ich ihr empfohlen, halt eine professionelle Trauerberatung mal aufzusuchen. Und seitdem scheint es besser geworden zu sein. Okay. Das kann ich mir gut vorstellen, dass dieses Wunschdenken schon dahinter steckt, auch genau. In vielen Fällen. Und wenn dieser Wunsch sich dann erfüllt, ob nun der Geist wirklich erscheint oder nur Einbildung ist, lassen wir mal dahingestellt, ist in dem Fall auch egal. Ja. Wenn dieser Wunsch sich dann erfüllt, dann kommt natürlich die Angst, klar. Genau. Und genau in dem Bereich, in dem Punkt halt auch dann den Menschen wirklich zu helfen, da sehe ich eine große Aufgabe auch in unserem Team, dass wir halt da wirklich so eine Hilfe führen. Es hilft keinem, wenn wir den Menschen anhand von irgendwelchen dubiosen Gerätschaften, Apps oder Ghost Radios, was da auch immer auf dem Markt grassiert, den Leuten erzählen, wir haben jetzt hier eine Geisteraufnahme, hier hörst du die dunkle Stimme von Lucifer, der dir sagt, dass du hier ein Portal in der Wohnung hast. Ja, das gab's alles schon. Das wollte ich dich auch schon mal fragen. Da gibt es ja diese Programme wie Wasibus, Ghostbox oder sowas. Ja. Ich muss sagen, bin da auch ein bisschen skeptisch. Aber es gibt ja Anhaltspunkte, dass diese Dinge auch funktionieren, wenn man plötzlich seinen Namen hört oder so. Aber man muss ja sich ja vorstellen, es sind technische neue Errungenschaften, ne? Dass da irgendwelche Signalen festgenommen, sei es über den Laptop, wenn dann laufen lässt oder dass du dann etwas einfängst übers Mikrofon. Ich denke mal, das Allgegenwärtige sind ja diese Tonbandaufnahmen, die es ja gibt. Da haben wir ja früher viel drauf geschworen, da ist ja noch nicht so viel Elektronik dahinter. Ne? Sag ich mal, das, was auf dem Tonband dann zu hören ist, ist auch drauf. Ne? Da kann ja eigentlich keine eingehende Störung von Faktoren vorhanden sein, also außer dem Tonband selbst. Ne? Ja, also das mit den alten Tonbandaufnahmen finde ich persönlich sehr interessant, die man nur mit einem Kassettenrekorder aufgenommen hat. Genau. Also für alle, die jetzt zuhören, das sind so Dinger, die haben zwei Löcher und haben so zwei Spulen, wo so ein Band drauf ist. Die Jüngeren. Genau. Und das finde ich interessant. Vor allem, wenn das ein nagelneues Band ist, man das aufmacht, reinlegt und dann wirklich da eine Stimme drauf hat. Das finde ich sehr, sehr interessant. Aber was diese Apps angeht, die haben ja alle Datenbanken. Und in diesen Datenbanken, wir haben die Dinger ja auch ausprobiert, die haben überwiegend wirklich Wortschätze drin, die zur paranormalen Thematik passen oder zur Glaubensrichtung und zu allem, was mit Tod und Teufel zu tun hat, überwiegend auf Englisch. Und das wird ja dann auch immer wieder ausgeworfen, teilweise wahrscheinlich mit einer Random-Funktion. Wir wissen nicht, wie das programmiert ist. Und es heißt ja dann, es hat jemand mal gesagt, dass wenn du etwas hörst, was zu deiner Frage passt, dann muss das ein Geist gewesen sein. Natürlich stellt man Fragen, wo man teilweise die Antwort schon weiß und achtet nur darauf, ob genau die Antwort kommt. Ja. Und da braucht auch nur eine Silbe zu kommen oder beispielsweise ein englisches Wort, was so ähnlich klingt und wir deuten das als deutsches. Das ist halt wie dieser Agathe-Bauer-Effekt. Genau. Da muss man auch sehr drauf achten. Genau, so ist es auch. Und diese Datenbanken, wie du schon sagtest, da ist eine Datenbank mit Wörtern drin, die werden ausgespuckt und dann auch nicht so schön klar und deutlich, sondern es wird dann noch Verzerrung und alles Mögliche darüber gelegt. Ein Riesenhall, was eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Man könnte dieses Wort auch glasklar auswerfen, nur das klingt natürlich nicht so toll. Ja, es macht spooky. Es ist ja spooky. Ja, genau. Und du findest diese Dinger hauptsächlich in irgendwelchen Serien oder dubiosen YouTube-Videos, wo es ums Reißerische geht oder wie auch immer. Für mich hat das nichts mit seriösem Ghost Hunting zu tun. Ich will ja aufklären und nicht den Leuten irgendeinen Grusel verkaufen. Ja, das sind ja diese Spirit Boxen oder Portal auch, was heißt. Also es gibt ja so verschiedene Apps auch so, ne, die man so mal durchtesten kann. Ich möchte ja keinen unterstellen, dass das nicht funktioniert. Also ich habe das noch nicht so richtig durchgetestet oder so. In einem Fall war zum Beispiel schon der volle Name
zustande gekommen, der dann plötzlich da gehört, dass er spricht da ja richtig den vollen Namen aus. Aber das kann man ja sich ja dann auch einbilden. Ne? Also wenn man was hören möchte, das... Erstmal kann man sich das einbilden. Außerdem sind die Dinge ja teilweise auch so, dass die auch was aufnehmen. Das heißt, das, was du sprichst, das nehmen die teilweise auch auf und schmeißen das dann mit raus in Wortfetzen oder sonstiges. Ganz schön war, einmal habe ich ein Video gesehen, ich finde es aber nicht wieder, ich hätte das so gerne auf meinen Kanal hochgeladen, da kam der Windows-Start-Sound aus dieser Box raus. Ganz toll. Ja. Das war ja dann der eindeutige Beweis, was dieses Gerät macht. Ja, ich finde das Video nicht wieder. Falls es einer dieser Zuhörer dieses Video kennt, bitte, bitte schickt mir den Link, schreibt ihn in die Kommentare. Fände ich sehr cool. Ja, das sind meistens solche Apps, die man sich kostenlos auch runterladen kann und was auch der Geier alles. Ne? Wenn man erstmal für mal sagen, schönes Spielzeug, um das mal zu. Aber es gibt dafür einige Ghost Hunter Teams, habe ich schon gehört, die bauen sich diese Spirit Box selber. Das ist natürlich schon wieder ganz was anderes, als wenn man sich irgendwo eine App irgendwie aufs Handy lädt oder so. Dann würde sein, dann ist das ein schönes Spielzeug, um vielleicht was zu hören drauf. Ne? Ja, aber du musst halt auch sehen, dass das Ghost Hunting an sich ja schon ein ziemlich wirtschaftliches Ding ist. Du verdienst da wirklich dein Schweinegeld allein an diesen EMF-Messgeräten, die wir da haben. Die schlagen aus, weil du kannst so viele Gründe anführen, warum die ausschlagen, warum die reagieren. Ja. Und es braucht nur ein Handysignal von 10 Kilometer weiter entfernt sein oder ein Babyfon, was in der Nachbarwohnung anspringt, oder ein WLAN-System, was in der Nachbarwohnung ist. Die Geräte schlagen aus. Auch ein Kabel. Und man muss halt auf dem Boden bleiben und sagen, das hat nichts mit einem Geist unmittelbar zu tun. Ja, aber ab wann hat es denn damit zu tun? Wann stellst du das fest? Interessant kann es werden, wenn du in einem Bereich bist, wo wirklich keine Privathaushalte irgendwo sind oder Firmen oder Stromleitungen in der Nähe sind und unmittelbar auf eine Frage wirklich dieses Gerät ausschlägt. Mhm. Nicht in einem gleichen Abstand die Ausschläge sind, sondern unterschiedlich. Dann könnte es interessant sein, aber wir haben bei uns die Maßstäbe so, die Messlatte so hoch gesetzt, dass wir sagen, uns reicht ein Ausschlag nicht aus. Wenn, dann müssen wir auch was auf Ton haben oder noch besser gleichzeitig was auf Foto oder Video. Dann ist es interessant. Ansonsten ist es ein Ausschlag, den wir an sich nicht erklären können. Okay. Und ich weiß, dass wir da, glaube ich, eine der wenigen sind, die das so handhaben. Ja, viele freuen sich über jeden Ausschlag, über jedes Geräusch, was sie irgendwo aufnehmen können. Und da wird dann auch nicht lange nachgesucht, ob es eine natürliche Quelle haben kann. Das ist natürlich ein Geist, ganz klar. Und von diesen Ghost Huntern in Anführungszeichen gibt es ja leider eine ganze Menge. Ja, und das sind auch diejenigen, die die meisten Kommentare haben und das finden alle ganz toll, weil das ist das, was die Zuschauer sehen wollen. Ja. Ja, es gibt ja zum Beispiel ein Foto von uns, was wir mal gemacht haben in einem Tunnel, also nicht das mit Metzger, was du bei dem Video mal verwendet hast vom Hürtgenwald, sondern noch ein anderes, wo wir in einen Tunnel rein fotografiert haben mit einer Infrarotkamera und du siehst da eine Gestalt und im vorderen Bereich siehst du eine Art, ja, Nebel, würde ich sagen. Ich habe das Bild mal online gestellt, ich kannte aber schon das Ergebnis und haben viele gesagt, oh wow, das ist ein echt super Geisterbild, was ihr aufgenommen habt. Pustekuchen. Das ist eine 30 Sekunden Langzeitaufnahme mit der Infrarotkamera. Die Gestalt ist meine Lebensgefährtin, die so schemenhaft zu sehen ist, und dass dieser Nebel im vorderen Bereich, dieses Verschwommene, sind mehrere Teammitglieder, die auch noch in dieses Bild reingegangen sind. Eine Spiegelung, ne? Ja, das ist ja eine Langzeitaufnahme eben. Mhm, ja. Und, ja gut, ich meine, gefälschte oder aus Versehen gemachte Geisterfotos, angebliche, gibt es ja auch en masse, ne? Das ist ja. Aber ich finde es halt wichtig, dass man dann auch selber sagt, wir haben auch ein interessantes Foto, aber es ist leider erklärbar. Ja, das sagen ja leider nicht viele. Wenn ich jetzt mal einen Fernsehsender benennen darf, TLC zum Beispiel. Oh, hör auf! Ja. Ja. Es gibt da Dinge, die sind einfach Blödsinn. Es gibt aber auch da einige Serien, die haben schon realistischen Hintergrund. Das sind aber nicht die, die sich mit Geistern befassen. Ja. Sondern eher mit Wäldern und so weiter. Da weiß ich auch, dass da nicht so viel drin am Blödsinn erzählt wird. Du meinst das mit diesen grauenvolle Geschichten aus den grauenvollen Wäldern oder so ähnlich heißt die, oder die Serie?
Nee, so ein Titel hat ihn nicht. Okay. Da gab es nämlich auch, Anni, das ist auch so eine Mystery-Serie. Das ist so ungefähr, als wenn du zu dem Film Speed sagst, der Bus, der niemals langsamer werden durfte. Ah, okay. Aber wir haben ja zum Beispiel auch eine Fotoaufnahme aus dem Bunker. Das weiß der Kypris ja noch gar nicht. Nee, das weiß ich noch gar nicht. Wir haben da eine Elfe aufgenommen. Ach, ja, auf. Ihr habt mich aufgenommen, ehrlich? Und die Elfe wandert von Foto zu Foto, und zwar in dem gleichen, wie soll ich sagen, nicht Frequenz, in dem gleichen Abstand, wie ich meine Kamera bewege. Also, das ist eine, also eine schöne Spiegelung. Ja, genau, ja, aber es sieht wirklich aus wie eine Elfe. Ja, wo ich jetzt aber noch mal kurz, ich wollte ja eigentlich was sagen. Ja. Diese Serien, die da laufen, ich sag mal so 72 Stunden im Geisterhaus, ja, was ich für eine der grausamsten Serien überhaupt halte. Die Gespräche da drin, die sind immer so, huch, ich habe was gehört. Mhm. Warst du das? Und dann sagt der andere am anderen Ende vom Funkgerät, nein, das war ich nicht. Und dann liegt einer ganz allein mit der Pritsche irgendwo, dann muss es hier wohl spuken, ja? Genau. Also so läuft's ja im Prinzip da in dieser Serie ab. Und das ist auch diese Geister von Shepperton oder wie das heißt. Da ist ja angeblich eine ganze Stadt, so eine Kleinstadt, da irgendwie besessen. Und also da kann man im Prinzip dran fühlen, dass das alles Klumpatsch ist, weil die haben ja in jeder Serie irgendeinen Geist, ja? Ja. Ja, so. Und da ist jetzt immer eine Frage, wenn du mal die letzten... Ich weiß nicht, wie lange machst du es jetzt, sagtest du das? Aktiv bin ich seit 2010 und mit eigenem Team seit 2012. Okay, wenn du jetzt mal so Revue passieren lässt. Mhm. Viele Leerfahrten habt ihr gemacht, also wo überhaupt gar nichts war. Das kann ich dir gar nicht so anhören. Wir haben ja alles aufgelistet, wie viel Untersuchungen wir gemacht haben. Wir haben, lass es vielleicht... ich sage jetzt mal überschlagsweise, vielleicht 80-90% haben wir gar nichts aufgenommen. Und also, wenn wir was aufgenommen haben, ist es vielleicht mal nur ein Foto von tausenden von Fotos oder mal eine Tonsequenz von 5 Sekunden, von 20 Stunden Tonmaterial von einer Untersuchung. Also es ist selten, dass wir wirklich was aufgenommen haben. Also es ist so, ich kriege halt ab und zu, kriege ich irgendwelche Mails von Leuten von meiner Mythengemeinde und die schreiben dann eben schon mal über diese Serien und ob ich da nicht auch mal ein Video drüber machen könnte, und da sind ja richtig viele Geister und ich schreibe denen halt immer wieder zurück, je mehr Geister man auf einmal findet, desto unglaubwürdiger wird das Ganze. Ja. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass bei 10 Folgen 72 Stunden im Geisterhaus 10 Geister irgendwie aufgenommen werden oder so, ja. Also das ist mal was ich da mal betonen möchte, und das kannst du ja dann auch, hast du ja jetzt auch bestätigt, dass es eben nicht so ist, dass die Geisterjäger ausrücken und dann da jedes Mal den bösen Geist oder den lieben Geist irgendwie oder wahrnehmen oder fotografieren oder sonst irgendwas. Bei diesen Serien ist es ja auch so, die müssen ja auch eine gewisse Quote erfüllen. Und je mehr Leute, und die verkaufen halt diesen Grusel, um halt diese Sucht der Zuschauer, Sucht jetzt nicht negativ ausgedrückt, aber diese Begierde, diese Sucht nach Paranormalen zu befriedigen, dafür werden ja auch diese Serien und Formate aufgelegt. Und klar, aber das die treffen damit einfach den Nerv. Und ich sag jetzt mal, wenn unser Team jetzt so eine Serie machen würde, die würde nach 2 Folgen eingestampft werden, weil das so langweilig ist. Tom, frage mal, was ist bei dir die beste Spirit-Erscheinung gewesen, die ihr jemals hattet? Ne? Wo ihr sagen konntet, da hatten wir definitiv was drauf. Ne? Oder also das Allerinteressanteste ist einfach das, was wir mal im Hürtgenwald aufgenommen haben, dieses Bild mit dem Schatten. Und so persönliche Erlebnisse, die man mal hatte, zum Beispiel in der Lungenheilstätte Grabowsee, wo man in der T-Kreuzung stand und plötzlich von allen Seiten Klopfen gehört hat, Schritte und so weiter. Das waren so emotionale Geschichten. Also ich warte ja immer noch drauf, dass ein Geist sich wirklich vor mir materialisiert und mal ein Gespräch mit mir führt. Dann darfst du einen Kripus nicht dabei haben, da weißt du. Der verschwindet dann gleich wieder, weil der Kripus sagt, oder was ich ja gerne mal machen würde, ist ja,
Mythenmetzger hatte mal eine Folge gemacht über, ich glaube, ein Kloster oder ein Fort in Indien. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Ja, klar, klar. Mit dem Geisterascher. Da habe ich auch was drunter kommentiert. Mhm. Das sind so Locations, die würde ich wahnsinnig gerne mal untersuchen. Und wenn ich was aufgenommen habe, stelle ich es euch gerne zur Verfügung. Ja, sehr gerne. Ja. Ich gucke mir das dann an und werde das dann erstmal wieder zerreißen. Ja, wird es wieder zerpflückt. Ja, ich mache dann extra ein Video so mit meinen letzten 5 Minuten und sage dann, er hat mich jetzt erwischt und dann so weiter. Nee. Kommt und, der Tag, an dem sich Kripus, Paranormal, Scanner sich ja, in Realität verändert. Nee. An dem man seine Meinung ändert. Genau. Nee, hätte ich überhaupt nichts gegen. Also jetzt mal im Ernst. Wenn da wirklich was wäre, was ich auch selber sehen und erleben würde und es wäre halt wirklich nicht anders zu erklären als mit einer Geistererscheinung und dann würde ich sagen, okay, ab heute glaube ich an Geister. Hätte ich persönlich überhaupt nichts gegen. Mhm. Also das muss erstmal passieren. Ja, das muss erstmal passieren. Also wir haben zum Beispiel vor 2 Jahren mal jemanden dabei gehabt, bei unserem Langzeitprojekt im V9 in Köln. Und da gibt es eine Kammer, die nennt sich Futterkammer und die ist abschließbar. Und die war mit 2 Teammitgliedern von uns drin und die haben Fragen gestellt und du hörst das ganz leise so ein Klopfen. Die hatte Angst bekommen, ist rausgegangen. Beim nächsten Termin sind wir nochmal rein und wir konnten dann herausfinden, woher das Klopfen kommt, weil an sich war es interessant, weil es ein Klopfen war, unmittelbar auf unsere Fragen. Mhm. Es hat sich dann herausgestellt, dass dieses Klopfen das Geräusch war vom etwa 600-700 Meter entfernten Güterbahnhof, wenn die Waggons über die Schienen fahren und dann dieses klack, 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 klack. Ja. Und dieser Raum war dann wie so ein Resonanzkörper. Ja. Ja, aber es ist ja auch schon mal nicht schlecht, dass ihr solchen Dingen nachgeht und die dann noch anspricht. Andere hätten da jetzt ein Video draus gemacht. Mhm. Ja, mit dem Titel, bei uns hat sich der Geist eingeklopft. Ja, oder wir haben mal einen Fall gehabt, einen Privatfall, der ging uns alle etwas nah von einer jungen Familie, wo die Mutter kürzlich gestorben ist, auch die Eltern waren noch schwer krank. Und sie hatte berichtet, dass bei ihr der Fikus wackelte ohne Ende, dass Sachen runterfielen, Messer durch die Gegend flogen. Wir waren dann da beim Erstgespräch. Claudia, meine Lebensgefährtin und ich sind dann aus der Wohnung raus und dann kullerte uns plötzlich aus dem Kinderzimmer der Pingpongball entgegen. Ja, auch nicht schlecht, ne? Da dachte ich, okay, kann aber vielleicht ein Windhauch gewesen sein. Und dann bei der Untersuchung war der Hagen schon mal in der Wohnung gewesen und er sah dann, wie die Tochter aus dem einen Zimmer eigentlich in das nächste Zimmer gehen wollte, dann aber zurückgerannt kam, sie war noch nicht im nächsten Zimmer, weil kurz bevor sie in das Zimmer eintrat, klirrte es in dem Zimmer, da war eine Porzellanfigur runtergefallen. Kann Wind gewesen sein. Da waren alle Fenster zu. Ja, das ist so. Dann, während der Untersuchung, die Klientin kommt aus dem Badezimmer, der Hagen stand in Fluchtlinie zu dem Badezimmer, die Tür ging auf, Klientin kam raus und hinter ihr flog eine Haarsprayflasche aus dem Regal. Ist nicht spektakulär, würde man sagen, aber sie ist mit dem Boden zuerst rausgeflogen. Oh. Nicht kopfüber. Ja. Habt ihr das aufgenommen irgendwie? Leider nicht. Oh, schade, schade. Genau, so ein ähnliches Phänomen mit der Blumenvase in der Küche. Die flog auch atypisch runter. Ich habe das dann gesehen, wie die aneinander lag. Die hätte 180 Grad eigentlich andererseits liegen müssen, lag sie aber nicht. Die Blumen lagen 2 Meter entfernt. Aber wir haben eine Tonaufnahme gemacht und die Klientin, wenn wir so Tonaufnahmen machen, muss ich noch dazu sagen, dann schneiden wir das großzügig aus und spielen das den Klienten vor, ohne denen zu sagen, was wir da hören. Mhm. Und die Klientin hat dann gesagt, boah, das ist die Stimme meiner Mutter. Mhm. Und das hat sie dann der Schwester vorgespielt und die Schwester hat das bestätigt. Und das war sehr beruhigend für die. Und die konnten dann auch besser mit diesem Tod der Mutter umgehen. Und das Ganze hat sich dann auch wirklich gebessert in dem Moment, bei denen jetzt. Und es ist, ja, weil du eben gefragt hast, ob wir das aufgenommen haben. Es ist leider so, dass wir eher das Gefühl haben, dass gewisse Phänomene auftreten, wenn wir keine Kamera drauf gerichtet haben. Das ist was, du erinnerst dich an die Vor-Wand-Fälle, die ich manchmal so schildere. Ja. Da ist das genauso. Da passiert das nur, wenn keiner hinguckt. Ja, und oder keine Aufnahme läuft. Und da habe ich auch einige Kommentare zu gehabt. Das kennen wir ja auch aus der Quantenphysik, ne? Ja, das stimmt. Ja, das ist richtig. Hm.
Ne, dass ich Teilchen da anders, nicht Teilchen, sag schnell, weiß es einer zufällig, ich komme jetzt nicht drauf. Ja, es sind schon Teilchen. Teilchen manchmal wie eine Welle bewegen oder halt wie ein Teilchen, je nachdem, ob man es beobachtet oder nicht. Zum Beispiel. Genau, und das ändert sich dann. Ja, ist auch und nicht zu erklären. Das kann unter Umständen, das ist ja auch sehr mysteriös, würde ich mal sagen, ne? Wenn etwas sein Verhalten ändert, was eigentlich kein Leben hat, in dem Sinne, ja. Mhm. Wenn man es beobachtet, ja. Also ja. So ein Mini-Teilchen. Vielleicht wollen die ja gar nicht eingefangen werden auf irgendwelchen Kameras das, oder so. Ne? Das kann auch sein, aber wir haben ja auch so das Phänomen gehabt, ich weiß nicht, ob ich Quippus, ob ich dir das erzählt hatte, in dem Bunker, wo wir waren mal auf der Niederburg in Manderscheid, alle aus dem Team waren da, wir haben eine Teambesprechung gemacht, rechts und links war eine offene Tür, da war auch dann, das war dann unter freiem Himmel, rechts und links, das war nur ein Raum, und die Tür links von mir stand, ich schätze mal so 110 Grad Winkel offen, schwergängig. Ich sag dann zu meinem Team, komm, jetzt starten wir. In dem Moment fliegt mit enormer Wucht diese Tür zu. Man hat zwar einen leichten Windzug gespürt, aber der hätte das nicht anrichten können. Es hätte wirklich da stürmen müssen. Wir haben dafür keine Erklärung gefunden. Natürlich ist es nicht aufgenommen worden. Ja. Aber das sind dann solche Geschichten, wo ich dann sage, ja, es gibt vielleicht doch noch mehr, als wir vielleicht nur denken. Es ist wahrscheinlich wirklich so, wie in der Quantenphysik. Wenn du es aufnimmst, passiert es nicht. Ja, das ist wirklich so, dass sich Dinge dann plötzlich bewegen, wenn man es jetzt nicht drauf gefasst ist. Zum Beispiel auch in Räume, wenn jetzt kein Windstoß, die Fenster sind geschlossen, es bewegen sich plötzlich Gegenstände. Viele benennen das also als Poltergeistphänomen oder so etwas, was ich jetzt aber nicht der Meinung bin, sondern dass vielleicht doch irgendwelche Verstorbenen sich nochmal melden, um zu sagen, seht her, mir geht es gut, macht euch keine Sorgen und es geht weiter. Ja, aber dann hast du ja halt diesen bemerkbar machen von den Verstorbenen, es geht mir gut und so weiter. Es gibt ja diese Geschichte, wenn es irgendwo klopft, Tür zufliegt und so weiter, dann sagen die Leute oft, ey, wir haben hier einen Poltergeist, bösen Geist bei uns und so weiter. Und ich bin dann jemand, ich versuche den Leuten mal die Gegenseite aufzuzeigen und versuche denen mal zu erklären, wenn angenommen ihr seid verstorben, wie wollt ihr denn den anderen euch bemerkbar machen, dass ihr da seid, wenn die euch nicht sehen können? Ihr könnt einen Hampelmann vor denen machen, die sehen euch nicht. Wie könnt ihr euch denn bemerkbar machen? Vielleicht durch ein Klopfen, mal eine Tür fliegt zu. Dann ist das vielleicht nur einer, der sagt, hör mal, guck mal, ich bin hier, nimm mich mal kurz wahr, ich möchte mich nur bei dir verabschieden und mal gucken, wie es dir geht. Frage ist ja dann, wenn das wirklich Verstorbene sind, die sich verabschieden, man kennt ja dann seine Familienmitglieder. Eigentlich müsste man doch wissen, dass man denen damit wahrscheinlich eher Angst einjagt, als dass man denen was Gutes tut. Warum tut man es dann? Ich muss dazu sagen, ich lebe ja in Tirol. Die alten Leute früher, ne, sind ja auch die Leute gestorben, da waren ja technische Geräte, ja, nicht so Errungenschaft wie heute, ne, da war es schon ziemlich mal ruhig, ne. Wenn da jemand gestorben ist, dann haben sich meistens auch die Angehörigen bei uns gemeldet. Das hieß bei uns Maren, ja. Das heißt, der Angehörige meldet sich nochmal, da haben sich dann schon mal Gegenstände bewegt. Oder das alte Telefon hat plötzlich dreimal geläutet. Und das waren so Anzeichen, die dreimal hintereinander passiert sind. Ne? Da haben sich wirklich auch Gegenstände wie Blumenvasen bewegt oder das Geschirr auf den Tisch herausgerückt, auf einmal ohne eine wirkliche Bewegung. Heutzutage ist das komischerweise so, entweder sind wir so damit mit der Elektronik abgelenkt, dass wir das vielleicht gar nicht mehr so wahrnehmen wie früher. Ne? Aber ich meine, Kindheit war das angeblich, dass man aufgeschreckt, aha, jetzt hat sich die Oma gemeldet, geht es gut, du hast gesehen, da hinten hat das Geschirr gewackelt und da war auch kein Windstoß, gar nichts. Da waren die Leute, haben die einfach auch den Glauben gehabt. Ne? Und es gibt natürlich auch zwischen hier und da gibt es schon einige Phänomene, sage ich mal, die existieren. Ne? Mein Opa zum Beispiel konnte Warzen vertreiben. Ne? Das ist jetzt nicht nur durch Aberglaube zustande gekommen. Da sind wirklich Leute aus verschiedenen Dörfern zu ihm gekommen und haben sich die Warzen vertreiben lassen über das Mondgitter. Da hast du immer mit dem Zeigefinger drüber gekreist und dann musste übergehend der Mond sein. Ne? Und
Er hat nur gesagt, brauchst nicht viel zu tun, nur sagen, das hat geklappt, das war's. Und dann hat mir auch schon diese Warzen dran, weil meine Kinder hat man so Warzen dran und ja, wird schon klappen. Und nach einem Monat war die verschwunden. Und Leute, die zum Beispiel Fähigkeiten haben, auch hier gibt's einen Ort ein, der kann Blut stillen. Das heißt, wenn du jetzt dich in eine Ader schneidest, dann spritzt das Blut weg. Da brauchst du sofort eine Notarzt, sonst verblutest du. Der geht hin, packt deine Hand, guckt da drauf, habe ich auch schon gesehen. Und es hört auf zu bluten. Da siehst du dann nur mal die Schnittnarbe, nichts, ne? Das nennt man Blutstillen. Er hat nur gesagt, es muss eine Wunde sein. Wenn er das so anwendet an einen Menschen, der keine Wunde hat, dann stockt das Blut und er stirbt. Ne? Und das ist ein Phänomen. Ich habe nur gefragt, um was, wie funktioniert das? Und er hat gesagt, das ist ein Sprichlein. Es ist wie ein Gebet. Aber sofern er dieses Sprichlein weitergibt, verlierte diese Gabe und er kann es nicht mehr. Und mein Opa wollte das eigentlich mir weitergeben, ist aber dann urplötzlich verstorben durch einen Herzinfarkt, Herzstillstand bei Holzarbeiten und ist leider nicht mehr dazu gekommen. Also ich habe sehr viele Dinge auch gesehen. Deswegen ist auch die Faszination bei mir so, dass ich mich einfach mit diesen Thematiken auseinandersetze, weil ich genau weiß und ich selber schon erlebt habe, was das alles bewirken kann, auch mit diesen Mahnen, dass sich Gegenstände bewegen können, obwohl keine Hilfskräfte vorhanden sind. Ne? Und deswegen sage ich, da gibt es irgendwas. Aber was es ist, das wissen wir nicht. Und das ist das Interessante dran. Und ich sage, ich wäre vielleicht auch ein Skeptiker, aber hätte ich diese Erfahrungen selber nicht machen dürfen. Heute, ja. Das finde ich sehr interessant, was du da sagst. Und Ähnliches ist es bei meiner Mutter. Wenn meine Mutter zum Beispiel von zerbrochenen Zähnen träumt, dann ist jemand bei uns in der Familie gestorben. Und das ist jedes Mal so zugetroffen. Genau, das sind diese genaue Ansichtssachen. Ne? Das sind einfach, heutzutage nimmt man da keine Rücksicht mehr drauf. Ne? Heute das nimmt man gerne mal sein Smartphone in die Hand, auch da habe ich eine Nachricht oder der Fernseher läuft oder man sitzt am Computer. Die Geräusche, die einem wirklich dann zustande kommen, die nimmt man einfach nicht mehr wahr. Man ist irritiert, also man ist beeinflusst worden sozusagen, damit man seine Spiralität nicht erweitern kann. Ne? Man wird mit allen Mitteln, wird man, ja, ich will jetzt nicht sagen dumm gehalten, sondern wird definitiv darauf abgelenkt. Ne? Weil ich weiß es ja früher und das ist wirklich so, dass es da gut das Knarren und heutzutage bei den alten Häusern ist das normal. Da haben früher, oh, da spukt es gerade und da waren es aber wiederum das Holz, das arbeitet, ne? Bei diesen alten Hütten. Das wussten die natürlich auch. Oder man hörte plötzlich Schritte, da läuft jemand rum und man geht hoch, oh, da läuft ein Mann und da ist sicher ein Geist vorhanden. War auch schon der Fall. Man hat nachgeguckt, dann hat sich ja ein Marder eingeschlichen oder so ein Waschbär ähnlich und der hat einen Mordslärm gemacht. Und das Mahnen hat sich dann angehört, als wenn ein Mann mit oben auf den Dach läuft. Und auf diesen Grund ist man natürlich auch nachgeguckt und ist den Dingen auf den Grund gegangen. Aber es gibt eben diese, wie ich vorhin erzählt habe, solche Sachen, und die finde ich interessant, so wie mit dem Opa oder jemand, der Blut stillen kann oder so. Das sind Phänomene, das hat wirklich nichts mit Aberglaube mehr zu tun, was man erlebt haben. Nee, mit Aberglaube hat das nichts zu tun, aber gerade mit diesen Warzen oder so, da kann man natürlich auch die Selbstheilungskräfte des Körpers ansprechen, beziehungsweise der Glaube versetzt Berge. Dieser Spruch ist ja auch nicht einfach nur so dahingesagt. Das heißt, dass das so passiert ist, glaube ich, überhaupt kein Problem, dass dein Opa da dieses Sprüchlein aufgesagt hat oder was auch immer. Aber warum die Warzen dann verschwunden sind, das kann ja unterschiedliche Ursachen haben. Ja, das waren ja auch. Denke ich eher, dass das an diesen Personen selber liegt, dass die praktisch ihre Selbstheilungskräfte aktiviert haben, um Warzen. Kinder haben ja häufig Warzen. Ich weiß nicht, wer von euch alles Kinder hat. Die haben da mal eine Phase, dann haben die ein paar Warzen an den Händen, manchmal auch im Gesicht hier und da eine. Die verschwinden ja in der Regel von selber. Man kann ja heute auch diese tolle Tinktur drauf schmieren, ist vielleicht auch manchmal ganz sinnvoll, muss man aber nicht. Diese Warzen verschwinden in der Regel alle wieder von selber. Das und dann ist halt dieser Spruch und die Warze verschwindet und das wird dann natürlich sofort in Zusammenhang gebracht, deshalb ist sie verschwunden. Aber was war wirklich die Ursache dafür? Das ist ja keine, muss ja nicht so sein, dass es am Spruch lag. Ja, mein Opa hat immer gesagt, das Seltsame dran war, normale Warzen vertreibt er. Stachelwarzen oder Ekzemwarzen, sowas. Aber ich sagte, das macht er nicht gerne. Dann habe ich ihn gefragt, warum? Wenn er die vertreibt, dann kann es passieren, dass die überspringen. Also dann hat er plötzlich diese Warze und die eine Person nicht mehr. Das habe ich auch schon gesehen. Da musste er da richtig da auch mit, ja,
rausschneiden sozusagen, weil die schmerzen dann auch natürlich. Und es kamen viele Eltern auch mit den Kindern an Warzen, weil die da früher anders gelebt haben. Man hat sich halt im Dreck gewälzt. Heute ist man da heute viel hygienischer. Oh nein, man wird schnell krank. Und wir leben ja heute noch. Also, ne? Und diese Kinder haben ja andere Ansichten, also nicht mit dem Glauben, wo das funktioniert, ja, denen erklärt man das einfach nur, der kann das und die halten die Hand hin und es musste nur übergehend der Mond sein, also zwischen Vollmond oder zum abnehmenden Mond, dass es dann auch funktioniert hat. Vielleicht hat es mit diesen diversen Energiekräften auch was zu tun, ne? Aber ich weiß nur ganz genau, dass das da eigentlich so der Fall war, dass er das nicht gerne gemacht hat, ne? Mhm. Das muss aber ich sagen, Tom, schon spektakulär. Ja, Mythi? Den Tom meinte ich jetzt. Ja. Nee, ich habe noch so ein paar Fragen, von die halt immer wieder auftauchen unter meinen Videos. Ja. Was hältst du jetzt eigentlich von sichtbaren Geisterscheinungen? Das heißt also, ich habe ja so Berichte von Menschen, die irgendwelche Geister gesehen haben. Also wirklich vor sich. Da habe ich die Frage, wie erklärst du dir, dass man die überhaupt sehen kann? Und dann die Traumfrage, die immer auftaucht, wieso sind die angezogen? Das Einfache ist vielleicht, warum sie angezogen sind. Ich glaube, wenn man sie nackt sehen würde, würde man manche vielleicht davonlaufen, keine Ahnung. Nee, es gibt die These, dass Geister sich gerne in dem dann kleiden, wo sie entweder zuletzt drin gewesen sind, bevor sie gestorben sind, oder was sie gerne angezogen haben. Und weil sie halt uns dann nicht erschrecken wollen. Und das andere ist, warum wir Geister sehen können, weil sie sich einem zeigen wollen. Das ist aber wissenschaftlich noch nicht erfasst, deswegen, das wäre für mich ein bisschen unseriös, wenn ich da versuche, eine Antwort drauf zu finden, die ins Esoterische abwandert. Ja. Also ich habe ja mal gelesen, dass es sich dabei um so eine Art Energieprojektion aus der Geisterwelt handelt, dass man den Geist also nicht tatsächlich sieht, sondern ja diese Projektion, die er vollbringen kann. Von seinem Geist. Das war das, was ich mal gelesen habe. Ja. Und dass man sich da wahrscheinlich nicht nackt projiziert, außer so Typen wie ich vielleicht, ja. Nein, also das dürfte ja naheliegen, sage ich mal, ja. Dass sie deshalb bekleidet sind. Ich weiß ja nicht. Aber es war auch nur eine Theorie halt. Wie gesagt, man kann es natürlich nicht wissen. Gar keine Frage. Nee, aber was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt ist mir irgendwie der Geistesblitz entronnen. Schade verloren. Du warst Frage. Daran, dass es unseriös ist, da jetzt irgendeine Aussage als ja. Ja, es könnte ja, zutreffend. Ich könnte jetzt sagen, ja, der zeigt sich jetzt, weil er aus allen die Energie zieht und hier und da. Man weiß es nicht. Und ich neige dazu, einfach jetzt Sachen zu sagen, wo ich wirklich auch dann dahinter stehen kann. Aber du stimmst dem schon zu, dass es sichtbare Geisterscheinungen gibt, ja? Ja, weil ich habe selber schon mal welche gesehen, dass ich mir nicht erklären konnte. Okay. Und es ist so, dass ich sogar heute noch Sachen, die ich als Kind oder später erlebt habe, selbst noch hinterfrage, ob da jetzt nicht wirklich doch das erklärbar ist. Mm-hmm. Ja, ich muss sagen, manche Erklärungen, die sind dann stranger als der Vorfall selbst. Genau. Gibt dann so. Aber jetzt fällt mir gerade ein, was ich eben vergessen habe. Es gibt ja auch diese Sache mit den, ich glaube, das nennt sich morphogenische Felder, ja. Wo noch quasi Restenergien gespeichert sind, die man schon als Abbilder aus der Vergangenheit vielleicht bezeichnen kann. Mhm. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass man sie dann in den Bereichen vielleicht eher dann auch Sichtungen wahrnehmen kann. Mhm. Zum Beispiel, es gibt ja auch verschiedene Berichte, zum Beispiel vom Schlachtfeld von Gettysburg, dass man da und da was gesehen hat, die sich dann vielleicht auch mal wiederholen und so. Oder diese Geister, die quasi in einer Zeitschleife gefangen sind, die immer zur gleichen Zeit das Gleiche machen. Zur gleichen Zeit geht die Tür auf, Schritte und so weiter. Ja. Vielleicht hat das auch was mit diesen atmorphogenischen Feldern zu tun. Ja, also das sind ja so Berichte, die hört man zum Beispiel so aus dem Hürtgenwald. Da habe ich ja auch mal so ein Video drüber gemacht, wo also was ich erschreckend fände, wenn es denn so wäre, irgendwelche Geister von verstorbenen Soldaten da Tag für Tag die Schlacht neu erleben oder so. Ne?
Aber das ist ich meine, wir können zu viert mal sonst da mal Nacht übernachten in einem Campingzelt. Also von daher, vielleicht können wir Quippus überzeugen, dass es doch etwas gibt. Ich bin dabei, überhaupt keine Frage. Ich komme, Quippus, das ist kein Thema. Quippus wird den Spuk da beenden, indem er den Spuk erklärt. Es gibt ihn nicht, das weißt du doch. Dann lösen die sich auf und das war's. Und niemand kann mehr dort was sehen oder hören. Wird den Geist davon überzeugen, dass es ihn nicht gibt. Ja. Aber was ich eigentlich fragen wollte, Tom, das ist auch eine Frage, die immer wieder auftaucht. Müsste es nicht so sein, dass auf großen Schlachtfeldern oder an Orten, wo sehr, sehr viele Menschen starben, es dann von Geistern geradezu wimmeln müsste? Tausende, Millionen? An sich ja. Aber wir haben dafür noch keinen Beweis gefunden. Das ist auch so eine Frage, die ich mir stelle. Gerade auf solchen Schlachtfeldern wie Hürtgenwald oder wir stellen uns selber noch so viele Fragen. Und vielleicht können wir irgendwann mal dahin kommen, dass wir die ansatzweise beantworten können. Aber jetzt gerade noch mal wegen dem Hürtgenwald, es gibt ja auch diesen Bericht, dass Leute Maschinengewehrfeuer hören. Ja. Ja. Wir waren selber da, haben festgestellt, haben auch dieses Geräusch gehört, haben aber festgestellt, dass da halt auch Sägearbeiten vollzogen werden mit Kettensägen. Ja, aber diese Geschichten von Maschinengewehrfeuern, das sind ja nicht nur Maschinengewehrfeuer, sondern sehr Gefechtsgeräusche. Ja, genau. Und das findet dann größtenteils auch nachts statt, tagsüber. Mhm. Und nachts werden da im Wald keine Bäume gefällt und es wird dann nicht gefällt. Nee, das ist natürlich aber das, was man so tagsüber dann hört, das kann man damit schon erklären. Aber wir wollen selber auch mal nachts da mal hin. Aber da müssen wir gucken, dass wir das richtig koordinieren können. Ja, wir können ja mal. Ja, dann lass uns doch mal einen Termin machen. Dann machen wir da mal einen schönen Ausflug. Ja, aber erst im Frühjahr. Ich habe keinen Bock in der Kälte. Aus dem Alter bin ich raus. Ja, minus 20. Schön warm ist es schon sein, ja. Ja, also nachts, genau. Nachts will ich schon meine 20 Grad haben. Sonst geht ich das möchte nicht. Ja auch nicht in die Verlegenheit kommen, dass ich im Zelt liege und plötzlich sagt so ein Quippus neben mir, du, ich friere. Darf ich da mal rein? Nee. Mit Sicherheit nicht. Gruppenkuscheln. Ja. Ich mache mir dann eine Wärmflasche, kein Thema. Nee, aber wenn dann im Frühjahr oder so, fände ich das schon besser als jetzt irgendwie im Winter. Könnte man vielleicht mal machen. Also ich möchte jetzt auch mal so langsam, aber sicher, falls der Tom jetzt nicht nur irgendein bestimmtes Thema ansprechen möchte. Du, ich habe 1000 Themen, also ich könnte stundenlang reden. Ja, wir können das gerne noch mal über ein bestimmtes Thema, können wir da gerne noch mal dann irgendwie eine Sendung machen. Ja. Ja, also wegen deinen Schlachtfeldern hier nochmal kurz. Es gibt ja die These, dass wenn Menschen abrupt aus dem Leben scheiden, gar nicht mitbekommen, dass sie sterben, dass sie dann noch da vorhanden sind. Ja. Und deswegen könnte sich die Zahl derer, die auf den Schlachtfeldern noch vorhanden sind, vielleicht schon halbieren oder auf ein Drittel, aber es wäre immer noch eine immense Größe. Ja. Und man müsste da wirklich, da müsste man schon vielleicht auch viele finden können, wenn sie sich zeigen wollen. Ja, also wie gesagt, wir können gerne mal der Sache auf den Grund gehen und mal in den Bereichen Kall zum Beispiel oder so, da gibt's ja ganz viele Leute, die irgendwas erlebt haben. Ja. Vielleicht kann man da mit denen mal sprechen und mal so ein paar Dinge sich beantworten lassen und vielleicht erfährt man dann auch, was die so denken, welche Leute da noch rumspuken und welche nicht. Ich bin auch der Meinung, es hat damit zu tun, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich will es mal ganz hart ausdrücken, einen Kopfschuss kriege und bin gleich weg. Patsch weg. Dass ich das vielleicht gar nicht so merke, als wenn ich von einer Explosion da erstmal rumgeworfen werde und so langsam dahin raffe. Und dann vielleicht merke, dass ich sterbe. Also ich denke, dass die vielleicht noch da sind, können, ist nur eine Theorie von mir natürlich, dass es halt die sind, die es gar nicht mitbekommen haben. Ja, genau. Was ich vielleicht noch sagen möchte, ist, wir waren jetzt im Oktober waren wir in der Landesirrenanstalt Domjichsee in Meckpomm, haben dann Untersuchungen gemacht und auf der Rückfahrt sind wir im KZ Bergen-Belsen vorbeigefahren, nur als Besucher. Ich habe aber auch da wieder festgestellt, dass ich nicht in der Lage wäre, zum Beispiel an so einem Ort eine paranormale Untersuchung zu machen. Aus rein emotionalen Gründen her. Und das ist halt auch eine der Geschichten, die man als Ghost Hunter bedenken sollte oder paranormaler Ermittler, wie man es sich auch nennen mag, dass wenn man von einem Ort die Geschichte weiß,
auch um die Tragödien und vielleicht auch die Spukgeschichten, die darum grassieren, dann kann man eventuell sich selber auch einen Film fahren oder Emotionen einen so weit übermannen, dass man Erscheinungen sieht, die an sich nicht da sind. Okay, verstehe. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Man hat und ja deswegen, auch... Sorry, wenn ich dich nochmal unterbreche. Und deswegen machen wir das bei uns im Team auch so, dass wenn wir eine Location untersuchen, dass im Grunde immer nur einer oder maximal zwei etwas von diesen Geschichten weiß und die anderen unvoreingenommen dann da zur Tat schreiten können. Halte ich für eine gute Maßnahme. Das ist wirklich gut. Ja, ja, also ich würde ganz gerne jetzt mal so langsam dann zum Ende kommen. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Tom, dass er dabei war und gerne wieder. Nicht zu danken. Ich danke, dass ich eingeladen wurde. Es war uns eine Ehre. Also ich würde sagen, wir können das sehr, sehr gerne wiederholen. Vielleicht mal dann etwas konkreter zu einem gewissen Teilbereich des Themas, weil jetzt war es ja einfach nur so ein Erfahrungsaustausch, sage ich mal, genau. Was wir da heute hatten. Aber ich würde ganz gerne die Sache nochmal tiefergehend besprechen. Dann gerne. Vielleicht mit zu einem gewissen Thema. Und das könntest du ja dann vorschlagen, weil du dich ja dann wesentlich besser auskennst als ich jetzt zum Beispiel. Da würde ich dich also schon mal ganz gerne noch mal einladen. Ich denke, da spreche ich auch im Sinne meiner beiden Kollegen hier. Ja. Ne? Ich denke, das auf jeden Fall. Sollten wir auf jeden Fall noch mal machen, dann mit einem wirklich, was du schon sagtest, mit einem Thema und dann mal wirklich so richtig in die Tiefe gehen. Weil das habe ich in den Kommentaren auch immer häufig gelesen, so breit gefächert ist ja ganz spannend, aber mach doch mal was in die Tiefe. Das sollten wir wirklich mal vielleicht gerade an diesem Thema ausprobieren. Gerne. Ja. Ne? Ja, also, okay, wenn jetzt, gibt's noch irgendwas, Real Mystery? Nein, also ich würde mal sagen, bitte nicht vergessen, auch mal beim Tom vorbeizuschauen, auf seiner Homepage, findet ihr übrigens auch den Link, denke ich mal, damit Metzger wird das auch unten einblenden. Natürlich. Also, und natürlich entweder auf den Button klicken, der jetzt gerade in erscheint und einfach draufklicken, dann seid ihr direkt beim Tom auf seiner Webseite, ja. Und somit, ich denke mal, ja, sind wir am Schluss angekommen, denke ich mal. Also sage ich mal, vielen Dank fürs Zuhören, ihr lieben Mystery-Freunde da draußen. Kripus? Ja, ich hätte natürlich noch, es passt jetzt nicht ganz. Ich hätte ganz gerne noch so ein paar Sachen angebracht, wie zum Beispiel das mit diesem Infraschall, also wie man diese Geisterphänomene erklären kann. Da gibt es ja noch mehr physikalische Ursachen, wie man diese Phänomene erklären kann oder auch Nahtoderlebnisse, wie man sie künstlich erzeugen kann. Das gibt es ja alles schon in der Wissenschaft und ist ja auch schon ausprobiert worden. Ich fasse das nochmal so kurz zusammen, weil ich jetzt immer noch sage, also ich fand die Gesprächsrunde sehr interessant und ich weiß auch, dass der ein oder andere was erlebt hat, was ich mir auch nicht erklären kann und was ich auch glaube, dass es so gewesen ist. Aber ich für mich persönlich sage immer noch, ich glaube daran im Augenblick noch nicht. Alles klar. Ja, ich sag mal vielen Dank an die ganze Runde hier. Und ich habe was erlebt, von dem ich nicht genau weiß, was es war, aber es hat mich dazu gebracht, mich mit den Dingen eingehender zu beschäftigen. Das ist erstmal so das Wichtige, dass man nicht alles gleich als Quatsch oder Unsinn abtut, sondern einfach mal sich damit befasst. Offenen Geistes sich damit befasst und sich dann vielleicht eine Meinung bildet, nachdem man lange Zeit über diese Thematik Pro und Contra gelesen hat. Dann kann man sich vielleicht besser ein Urteil bilden, als gleich etwas sozusagen abzumoderieren als Blödsinn oder so. Ja, ja und an die Mythengemeinde aller Kanäle, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Ja, auch ein Tschüss von mir. Bis demnächst. Tschüss.